Weiter geht's mit Let's Play Iron Front Liberation 1944. Immer noch die Vorschauversion, immer noch mit Martin Lee und... Mit dir, Christian. Und wir spielen diesmal die Aufklärungsmission. Wir hoffen, dass es eine Infanteriemission ist. Das Bild macht zumindest dieses Versprechen. Deutet darauf hin. Also schauen wir mal. Wir wagen uns nicht an die Flugzeugmission, die ich so gerne eigentlich noch zeigen würde, aber das machen wir vielleicht als letztes Let's Play. Denn wer die fünfte Folge gesehen hat, der weiß, das stürzt scheinbar öfter ab. Und Infanteriekämpfe gehören natürlich bei jedem Armor oder Armor-ähnlichem Spiel dazu. Und deshalb machen wir mal einen Infanteriekampf. Ja, so, mal gucken, was hier los ist. Diese Brücke kennen wir übrigens schon. Die taucht in fast jeder Zwischensequenz bis jetzt auf. Ne? Ja, sie scheint stark umkämpft. Wir sind ja auch, befinden uns ja im gleichen Gebiet immer, oder? Also im Editor waren 4 unterschiedliche Karten drin. Das Spiel wird übrigens wieder, was heißt wieder? Also das Spiel wird auch einen Editor und sowas haben. Womit man sich dann eigene Karten und Szenarien basteln kann. So wie es man, so wie man das halt von den Arma-Spielen auch gewohnt ist, ist ja auch die gleiche Engine. So. Zwischensequenz, Zwischensequenz, Zwischensequenz. Da fahren Panzer lang, analysiere ich mal die Lage. Und Leute sitzen drauf. Und da hinten qualmt es. Und da auch. Wir haben praktisch alle wichtigen Faktoren jetzt hier schon besprochen. Wären wahrscheinlich sehr gute Späher geworden. Es ist ja auch eine Aufklärungsmission, also wir sind prädestiniert dafür, offensichtlich. Ich hab hier einen Blog vor mir liegen, ich schreibe alles auf. So. So. Was sind unsere Befehle? Gucken wir mal, das ist immer recht allgemein. Was sollen wir denn tatsächlich machen? So. An die 53. Garde-Panzerbrigade sind wahrscheinlich wir. So, ohne sich durch feindliche Kräfte aufhalten zu lassen, brechen sie bis an die Weichsel in das Gebiet der Baranow-Sandomirski durch. Ist das ein Fluss? Nee. Keine Ahnung. Verlegen sie eine Pontonbrücke, also das, was ähnliches, wie wir es eben gesehen haben, sollen wir den Fluss verlegen und das halten, bis die Hauptkräfte der Brigade eintreffen. So, ja. Ausführung. Also irgendwo hinfahren und eine Brücke verlegen. Genau. Können wir hier ein bisschen raus. Die Hauptkräfte der Aufklärer. Stößt Richtung Blabla vor, da wussten wir schon nicht. Der Feind wird sich in Panik zurückziehen. Ja, schön, dass sie das schon mal so festgelegt haben. Finde ich gut, dass das so ist. Sie müssen das Chaos so schnell wie möglich nutzen, um durch die Stadt zu brechen und die Flussüberquerung zu erreichen. So, es geht also durch eine Stadt und damit wird sich wahrscheinlich unsere Framerate verabschieden. Wir sollen möglichst schnell auf den Fluss zurücken, vorrücken und da die Brücke verlegen. Und unsere Feinde werden in Panik vor uns fliehen. Das wurde uns jedenfalls versprochen. Das ist wie die Mädels in der Disco, die in Panik vor uns fliehen. Wie? Das ist jetzt nicht so. Und die schießen zurück oder sowas. Dann beschweren wir uns beim Oberkommando. So, es ist tatsächlich eine Infanteriemission. Tarnuniform. Oh, ganz schön hochkarätige Tarnuniform. Erzählt er uns jetzt alles nochmal, was wir zu tun haben, was wir eben schon gehört haben. Was ist mit Sprachausgabe? Haben wir den Sound zufällig so leise gedreht, dass wir das nicht hören? Ah. Ach, also das ist Russisch. Ist Russisch und nur die Untertitel sind jetzt mal auf Deutsch. So, bemannt die Fahrzeuge. Wir sind übrigens mal in dieser Mission, ich weiß nicht, war das in der anderen auch? Doch, da hatten wir Leute unter unserem Kommando. In dieser Mission sind wir ein Befehlsempfänger, und zwar ganz unten. Wir haben also wirklich niemanden unter unserem Kommando. Sondern in diesen Wagen steigen, in diesen gepanzerten... Genau, das machen wir mal. Das Panzerspähwagen. Ich muss gestehen, ich mag diese Mission eigentlich mit am liebsten. Wo du nicht selber so einen großen Zug befehligst, sondern mal einfach genau gesagt bekommst, was du zu tun hast. Nee, das ist nicht so das Problem, dass man nicht weiß, was man so tun soll. Wenn man sich die Zeit nimmt und ein bisschen Ruhe hat, dann kriegt man ja das alles auch eigentlich auf die Reihe. Dann weiß man in der Regel, was man so halbwegs machen soll. Aber die Missionen, wo man niemanden unter seinem Kommando hat, sind in der Regel die, die halbwegs funktionieren. Können. Man kann sich auf seine Sache konzentrieren und die anderen machen das ja hoffentlich von alleine richtig. Ja, also zumindest sind auch auf die Siegbedingungen nicht ganz an die KI so sehr geknüpft, dass man also vielleicht auch so halbwegs alleine durchkommt und die Mission tatsächlich schaffen kann. Wenn die anderen das verbocken, dann heißt es nicht automatisch, dass man nicht mehr weiterkommt. Was einfach als Spielerfahrung ja schöner ist, wenn du mal durchkommst durch eine Mission. Ist nicht die ganze Zeit auch denkst, eine klassische Spielerfahrung, dass du halt nicht irgendwie so einen halben Panzerzug oder noch mehr... koordinieren musst. Vor allen Dingen, der nicht so richtig auf deine, also der nicht so ganz das macht, was du vielleicht von halbwegs ausgebildeten Soldaten erwarten würdest. Schauen wir mal, wie das in dieser Mission sein wird. Bis jetzt läuft's.
machen wir ganz gut, würde ich mal sagen. Ja, wir halten uns da. Wir sitzen da ziemlich wacker dabei. Oh, ganz schöne Steigung. Du hast hier, zu viel Mensch, gegessen wieder. Ich kämpfe da mal wieder. Wie immer. Du solltest eigentlich Diät machen, dann wären wir auch leichter den Berg hochgekommen. So. Fällt ganz schön wenig hin. Ich wäre wenigstens gerne ein Maschinengewehr. Nee, das gibt's alles für uns. Nicht mal das dürfen wir, ne? Wir könnten nur unsere Ausrüstung checken, aber das wollen wir jetzt nicht. Wie weit sind wir denn schon gekommen? Guck mal auf die Karte kurz. Da fahren wir. Dann geht's gleich nach rechts dann. Guck. Ja. Dann nach rechts und dann durch die Stadt und wir wollen bis zum Fluss. Wir halten sich jetzt ganz halt hier, bis der Vasilev sagt, Schluss jetzt hier mit dem Kaffeekränzchen. Aber anscheinend gab es ja schon fleißig Gefechte drumherum, weil hier brennt und raucht es überall. Unsere Feinde fliehen in Panik. Oh, da hinten kracht es auch immer noch. Ja, stimmt. Und zwar ganz schön doll, scheinbar auch. Ach, jedes Mal, wenn ich solche Spiele sehe, kriege ich sofort immer Lust auf Arma 3. Ich freue mich sehr auf die Alpha, die hoffentlich im Sommer stattfinden soll, der Alpha-Test. Okay, soll es schon einen Release-Termin geben? Oder gibt es mal den? Ja, wohl Ende 2012. Mal schauen, ob sie den halten können. Eigentlich war es ja mal, als es angekündigt war, war es für Sommer 2012 angekündigt. Also wir reden jetzt von Arma 3, nicht hier von Ironfront, was ja im Mai kommen soll. Aber sie haben es halt nach hinten verschoben und das ist bei den Arma-Spielen immer eine gute Sache, wenn die sich ein bisschen mehr Zeit damit nehmen. Dann sind die hoffentlich sauberer, wenn sie rauskommen. Immer genug zu tun. Ja. So, jetzt müssen wir uns hier durch die Stadt kämpfen. Ich hoffe, dass die Framerate das mitmacht. Kommt natürlich drauf an, wie viel da los ist. Ne? So, wir steigen jetzt aus. So, alle aussteigen. In zwei Gruppen sollen uns durch die Stadt kämpfen. Und zu welcher Gruppe gehören wir? Weißt du es? Ich weiß es nicht. Jetzt wird erstmal gespeichert. Soll ich hier in der Außenperspektive bleiben oder soll ich in die Ego-Schutter ansehen? Kannst du dir aussuchen. Dann gehe ich mal lieber in die Ego-Ansicht. Das geht beides ganz gut. Bei Fahrzeugen ist es schön in der Außenperspektive, bei Männchen steuern geht es halt auch so. Da hinten sollen wir hin. Jetzt achte Maschinen, die der Stellung die das hier niederhält. Die sollen wir ausschalten. Die scheint da oben in die Gebäude zu sitzen. Dann vielleicht von links. Guck mal, er fährt mit dem Panzerwagen vor. Panzerspähwagen. Aufgabe gescheitert steht er auch schon jetzt. Oh. Er hat noch nicht mal die Chance, irgendwas zu machen. Ja. Probier's mal trotzdem. Das ist ein bisschen blöd. Hier gehen gerade irgendwie ganz schön Leute kaputt. Geh doch mal da zu dem Panzerspähwagen. Ich lauf mal hinter dem hinterher. Und geh da mal links lang mit dem Typen da. Der sich da geschickt lang. Ich glaube, das sieht für mich gut aus. Schauen, was der Panzer macht. Der müsste ja theoretisch jetzt auf das Haus feuern. Er guckt zumindest in die Richtung. Ja. Macht er auch was. Er wackelt mit seinen Texturen. Aber er schießt. Oh. Ja. Zurückspulen, was ist das? Ja. Nee, das Autosave ist ja gar nicht lange her. Genau, das müsste ja gehen. Zum Glück hat er gerade gespeichert. Ich weiß nicht, was es war. Nee, wir sind relativ über freies Feld gelaufen schon. Und das ist halt eigentlich das war schon der erste Idee. Fehler. Genau. So, okay, also aber wir haben noch mal eine Gelegenheit, die Mission nicht scheitern zu lassen. Bekämpfen Sie die Maschinengewehrstellung. Das war auch nicht komplett gescheitert, glaube ich, die Mission. Dieser Teil war gescheitert. Du sollst auch nicht Flugzeuge angucken. Aber wo lang gehen wir denn besser? Versuch doch, dich da links lang zu schleichen und dann schneller zu dem Haus zu kommen, dass du da ein bisschen Deckung bist. So, zum Panzerspähwagen, genau. So, das ist völlig falsch. Und jetzt dann weiter. Schon so wie eben, so ein bisschen. So jetzt auch der da in die Richtung. Dich dann jetzt mal hinschmeißen oder so zwischendurch. Und jetzt einfach, wenn du zum Haus kommst und da in Sicherheit bist. So was hingelegt. Ich glaube, da sind wir zu langsam. Ich versuche mal ins Haus ranzukommen, zu stürmen. Sind schon mal weiter als eben. Ne? Und er hat jetzt nicht gemeldet, dass die Mission nicht geschafft sei. Doch, jetzt. Aber trotzdem woran macht er das denn fest? Die Mission ist ja nicht gescheitert. Wie, also diese Teilaufgabe. Wie hätten wir das denn machen sollen? Ein bisschen merkwürdig. Wir waren jetzt ja nicht so langsam, ne? Das ist aber auch was Typisches. Pass auf der Ecke wird es, glaube ich, ziemlich gefährlich. Da bist du genau im Sichtfeld des MG-Nestes. Schieß mal drauf. So. Das ist erledigt, ne? Ja. Ja, super. Au, 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 au.
Das war auch zu, wir sind auch zu lange in der Position. Du bist zu lange geblieben, ja. Die haben natürlich dann Zeit, sich anzuvisieren. Schon gedacht, als der andere sich die Position, seine Position geändert hat. Das Gegner? Ja. In der Tat. Pass auch, dass der oben im Fenster nicht dich anvisiert, weil dann. Oh, oh, shit. Da hinten im Fenster noch. Au, 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 au. Sind wir eigentlich keine Lebenspunkte irgendwo? Es gibt keine Lebenspunkte. Also es gibt Verletzungen. Du merkst das dann auch, wenn er sich langsamer bewegt oder schlechter bewegen kann. Wir müssen uns mal ein bisschen zurückziehen. Aber das haben wir eigentlich ganz gut gemacht jetzt, ne? Wir haben da oben das MG-Nest, haben wir zwei, drei Leute ausgeschaltet und unten die Nachrückenden haben wir auch dann die mittlere Feuer genommen. Also wehrtechnisch haben wir es wahrscheinlich total falsch gemacht, weil wir hätten natürlich mit unserer Gruppe irgendwie arbeiten sollen. Es hat irgendwie funktioniert. Aber ich finde es halt gemein, dass die Aufgabe so schnell gescheitert war. Die war nach 10 Sekunden schon wieder dann so... ja, ich weiß auch nicht, was die Jungs hier machen. Also wir laufen ein bisschen Zickzack, ne? Da richtig wissen, die aufgesteckten Hühner rennen sie halt blöd durch die Gegend. Also sie bewegen sich schon alle irgendwie dahin zu dem Punkt, wo sie hin sollen, aber... kannst du mal kurz gucken, was auf der Karte und so, was jetzt unser aktuelles... was denn jetzt los ist? Ja. Wenn wir wissen, okay, wir sind da. Das haben wir nicht geschafft. Warum auch immer, Gemeinheit. Weil wir es ja eigentlich auch geschafft haben. Zu langsam anscheinend. Das ist anscheinend keine Gefahr mehr. Die laufen jetzt hier relativ entspannt rum und stehen hier auch rum. Ja. Halten Sie die Stellung, ist die neue Aufgabe. Guck. Okay, also könnten wir jetzt damit rechnen, dass hier irgendwie mal was kommt. Da, da ist noch einer drin. Ein Oberschütze auch noch. Warte mal, ich versuche mal schneller ins Haus ranzukommen. Ja, du bist ja schon wieder ganz schön gefährlich unterwegs hier. Ups, aua, nicht in den Stachel dran rennen. Oh, 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 verdammt, verdammt, verdammt. Dass du dich da verhedderst. Verdammt, 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 verdammt. Wir hoffen, dass sie nicht so schnell zielen können. Jetzt pass mal auf, dass wir hier nicht draufgehen. Ich muss schnell nachladen. Okay. Hinten anschleichen, das könnte klappen jetzt. Und dann guck mal in die Tür rein. Ja. War in dem Erdgeschoss der Typ noch, oder? Ja, ich glaube, er war hier. Boah, das ist spannend. Ich will nicht kaputt gehen. Nee. Nee. Wir kommen raus. So finde ich auch geil, man bleibt dann hier hängen, ne? Also mit dem Türrahmen. Ja, mit dem Gewehr. Das ist alles. Immer so von wegen, ja, ganz realistisch, aber es nervt halt mit der Bedienung auch ein bisschen. Also so blöd, dass man da nicht durchkommt, stellt sich ja im richtigen Leben keiner an. Der nimmt halt das Gewehr irgendwie nicht anders. Ne? So, die sind also hier alle kaputt hier. Die sind tja, dann sind auch geile Räume hier. Sehr schön eingerichtet, das Haus. Man bleibt hier überall so ein bisschen hängen. Also dieses einen richtigen Körper haben, den man ja in dem Spiel hat, nervt halt auch ein bisschen, weil so überhaupt keine Intuition drin ist, wie sich der Spieler da eigentlich bewegen würde. Das haben wir vorhin ausgeschaltet. Das haben wir ausgeschaltet. So, und wir sollen jetzt immer noch die Position halten eigentlich? So, die laufen da hinten immer noch. Wir sollen immer noch zur Weichsel durchbrechen. Ich glaube, wir haben die Position gehalten, lange genug. Da hinten sieht man auch die ganzen Rauten. Dann, jetzt bin ich mal gespannt, ach nee, ich wollte gerade sagen, wo die Tür hinführt, ob die einfach ins Leere führt. Ja? Tür öffnen. Ich glaube, du läufst dich in diesem Haus und kommst hier nie wieder raus. So. Oh Gott. Wir hätten auch dieses Haus entworfen. Das ist sehr kurios, würde ich es mal nennen. Wenn du da hinten im letzten Zimmer wohnst, ist das total schwer. Wenn du dann nachts mal auf Toilette musst, musst du dann durch das Zimmer deiner Eltern, deiner Schwester und durchs Gästezimmer durch. Und alle sind schon total genervt, wenn du halt abends so viel getrunken hast. Das sind ja die Zimmer für die Bediensteten. Das ist ja wie die großen Wohnungen früher in Berlin, die jetzt natürlich alle so in zwei oder drei Raumwohnungen aufgeteilt sind, aber früher waren das ja riesengroße Wohnungen, mit den Hinterhöfen und so. Da haben dann hinten die, in den hintersten Zimmer die Bediensteten gewohnt. Hä? Aber die hatten trotzdem eigene, die musste nicht dann immer durch das Herrenschlafzimmer gehen oder so. Nee. Wie jetzt gerade hier. Hier war ja alles wie so ein langer Schlauch. Quatsch. So. Wir sollen jetzt weiter zur Weichsel immer noch, um da unsere Brücke aufzubauen. Aber jetzt sollen wir erstmal auf die Panzer warten. Mich würde übrigens auch mal interessieren, schade, dass wir jetzt gerade keinen Panzer dabei haben, ob die Gebäude zerstörbar sind. In Arma 2 kann man die Gebäude ja zum Teil so ein bisschen zerschießen. Und in dem Add-on, hier in dem Arrowhead. Nee, Quatsch, warte mal. Arrowhead war das. Arrowhead war das. Oh, oh, hier schießen wir.
Da ging das auch. Oh, da hängt schon einer an der Wand. Da hängt der nächste an der Wand. Da wird aber auch geschossen, wie auf das Haus, ja, aus dem Haus raus. Oh, da hinten. Ja, da hofft so, wo ein bisschen in Deckung bist und nicht so auf freier. Ja. Okay. Ich übergefreite Tarnuniform. So, hat funktioniert. Ich glaube, wir wurden auch leicht erwischt, aber. Da ist noch ein Unteroffizier im rechten Haus. Oder rechts auf rechts. Melden zumindest. Ups. Ja. So, und das haben wir auch erwischt. Das schwierige Ansicht. Oh, was war das? Jetzt ist hier ein bisschen schweres Feuer. Oberschütze in Tarnuniform. Wurde zumindest da gemeldet. Das habe ich nach rechts wieder. Übrigens, das ist dann wiederum cool zu sehen. Die KI bewegt sich dann auch am Straßenrand entlang. Also sie versucht sich so ein bisschen Deckung zu suchen. Klappt halt nicht immer so richtig. Aber theoretisch hat sie die Fähigkeit, am Straßenrand entlang zu gehen. 18 Meter soll eine sein. Ja, ah, da ist da steht er. Der lebt noch. Nee. Das ist noch mehr. Da rechts noch einer. Ja, das kann täuschen. Das sind immer nur die Positionsmeldungen. Da muss nicht jemand sein. Jemand aber meldet irgendwo, da jemanden. Aber irgendwo ist da bestimmt auch jemand, wenn das gemeldet wird. Da ist einer. Da links auch. Oh, fuck. Die hängen hier alle rum. Warte mal. Ja. Da, genau. Der kommt auch mal jetzt auch gemerkt, dass da was los ist. Oh, hier stehen wir auch drin. Passt da ganz gut auf. Wo kommen die jetzt alle her? Keine Ahnung. Das ist ein deutscher Vorstoß. Wieder auch klar, sie müssen ihn aufhalten. Die dürfen nicht die Parallelstraße erreichen. Oh, da oben im Fenster. Wisst ihr das übrigens? Wir sind übrigens schon angeschossen worden und zielen nicht mehr sonderlich. Echt? Da liegt das? Ja. Versuchen wir es mal hinten rum. Es hat sich leichter angehört, als es jetzt tatsächlich ist, ne? Ja, aber ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, dass die Framerate halbwegs konstant bleibt. Die Mission gefällt mir ehrlich gesagt auch ganz gut gerade. Die ist ganz schön. So, jetzt wollen wir nachladen. Боеприпасы на исходе. Aha, haben wir geschafft, die Aufgabe. Ja, es muss aber nicht heißen, dass tatsächlich alle. Nee, das nicht, aber prinzipiell haben wir erstmal die Aufgabe geschafft. Wir haben die Stellung gehalten. Sehr gut. So, jetzt wollen wir uns neu bewaffnen. Hier, was denn? Aha. Hier ist dummerweise nichts. So, wir sollen zusammen bis zur Kreuzung vorrücken. Wo sind unsere Kollegen? Warten wir auf die. Ja. Die sind da hinten. Ja. Warten wir nach. Oh, wieso? Ich hätte gerne mal so ein Arma-Spiel, also oder so ein Spiel, so ein recht offenes Spiel mit einer wirklich halbwegs cleveren KI, mit einer normalen Shooter-Steuerung. Also nicht dieses wahnsinnig viele Rumgewackele und diese wahnsinnig vielen Steuerungsmöglichkeiten, die natürlich nett sind. Und wenn man Track IR noch benutzt, dann kann man sich ja auch nochmal frei umgucken und so ein ganzes Zeug. Aber steuerungstechnisch fände ich es schon irgendwie ganz nett, auch diese Art von Freiheit und Spiel zu haben, aber mit ein paar Genre-Standards vielleicht gemischt. Das ist wahrscheinlich ein Frevel jetzt für die Hardcore-Fans. Das wird einfach ein bisschen zugänglicher zu machen. Ja, dass man dieses taktische Vorgehen und dieses Gruppenspiel, oder dieses jetzt hier als Einheit zu arbeiten, dass man das auch mal probieren kann, ohne halt sich in diesem ganzen ganz schwierigen Gameplay zu verheddern. Ja. Vielleicht würden die Spieler dann auch ein bisschen eine größere Usermasse erreichen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht würden die wollen paar, halt auch, das ist ja nicht Anspruch. Oh, oder ist einer. Vielleicht würden die paar, die es noch spielen, dann auch nicht mehr spielen und dann würde es gar keiner spielen. Das ist eine riskante Sache, in der die Entwickler da sitzen. So. Jawohl, das Interesse an diesem Spiel ja schon nicht so gering ist. Ich habe jetzt die Verkaufszahlen im Kopf. Die verkaufen sich, also wir können ja immer nur, wir sprechen jetzt hier sehr viel natürlich von den Arma-Spielen, weil das eigentlich ja auch die Grundlage von den Dingern hier sind. Das ist ja im Grunde genommen nur eine professionalisierte Mod, die wir hier sehen. Nur in Anführungszeichen. Die verkaufen sich gut und auch über die Jahre. Also, weil die, erstens zum Erscheinungstermin sind die dann in der Regel von den Hardwareanforderungen so hoch, dass die meisten Leute das gar nicht vernünftig zum Laufen kriegen auf ihren Rechnern.
Und es gibt ja nicht allzu viele Alternativen für diese Art von Spielen. Und die Publisher sind immer sehr... Oh, da sitzt einer. Sind immer sehr zufrieden damit, wie die Spiele sich über die Jahre hinweg konstant verkaufen. Ähnlich wie zum Beispiel auch die X-Spiele. Die lange Lebensdauer. Auch immer, ja, lange laufen. Aber bei den Arma-Spielen liegt es auch gerade an den vielen Mods, halt, die ja die Klar, Spieler natürlich. Machen. Natürlich. Die ja auch total beliebt sind. Du hast ja auch viele Schreiben, man muss das halt dann im Prinzip mit Mods spielen, ja. damit jeder halt so sein eigenes Spielchen auch findet. So das ist immer ein bisschen das Problem, was wir beim Testern auch immer haben. Wir können natürlich die Spiele nicht mit Mods testen. Also wir können ja nicht sagen, klar, wir können sagen, okay, da gibt es viele Mods für und da wird sicherlich viel cooles Zeug kommen, aber das kann natürlich nicht in die Wertung mit einfließen. Und was ein bisschen schade ist, was diese ganzen Mods eben nicht machen, ist oder was sie nur sehr wenig machen, ist zum Beispiel, es gibt keine, wüsste ich zumindest nicht, eine Mod, die tatsächlich in den Steuerungscode eingreift. Also wirklich... Nee, das wäre gleich, dass es, wenn die Szenarien verändert, so ein bisschen andere genau, Fahrzeuge... Genau, oder die Realismusgeschichten irgendwie anpasst, aber die jetzt wirklich ganz tief reingehen und sagen, okay, wir... Oh, irgendwas ist da hinten. Oh, wir haben irgendwas geschafft. Ja, wir sind weiter vorgerückt. Ne? Das läuft wir müssen ja durch die ganze Stadt kommen am Ende ja. Und bis zum Fluss. Und die Brücke aufbauen. Aber wir kommen ganz gut voran, habe ich das Gefühl. Ich finde auch. Weil wir nicht so viele Leute verloren haben, da liegen ja schon ein paar Leute rum. Also auch nee, das sind alles böse gewesen. Okay, und dann? So, brechen Sie durch die Stadt, heißt es jetzt. So, zur Stadt, Vorstufe, nur in der Stadt. Naja. 12. Vergib! 12 ist tot. Oh, scheiße. Au. Ah, fuck. Ich habe gerade noch so gedacht, irgendwas kommt jetzt. Versuchen wir nochmal im Autostart. Ich glaube, das ist aber zu lange her. Echt? Ich glaube, es ist vorhin beim MG-Nest. Ah, Mist. Nee, ach nö. Naja, gut. Klar, haben wir nicht anders verdient. Ich glaube, wir haben schon ganz schön lange gebraucht für diesen Teil. Also wir hätten es gesehen, es hat mir Spaß gemacht. Fand die echt sehr schön, die Mission mit den Straßenkämpfen. Ja. Die Häuser kämpfen. Okay, sehr cool. Bis auf diesen. Wir wissen nicht, warum wir diesen Anfang haben. Der Start ist ein komisch, aber das nachher fand ich sehr schön. Haben. Wir haben jetzt leider nicht gesehen, wie wir die Brücke aufbauen, aber das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Oder dann einfach im fertigen Spiel anschauen. Genau, wenn es rauskommt. Wir werden demnächst nochmal eine andere Mission probieren. Vielleicht kann man ein Fahrzeug fahren. Genau. Wir werden ja nochmal den Flugzeug rumprobieren, ob wir da was gebacken kriegen. Ihr werdet es ja sehen, wenn wir die nächsten Folgen hochladen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann demnächst. Tschüss. Ciao.